Ciao, so wieder bei Pokémon Perl Soul Link Challenge. Yeah, geil. Leute, oh yeah. Teamänderung, ihr seht schon, wir haben Phoenix und Senketsu. Senketsu, genau, ausgetauscht für Mushu oder auch Musha und Tarja. Tarja, genau. Ich habe alle bis Level 13 trainiert, Jan bis 14, aber ich war zu faul. Ja. Ja, Tarja kann, ich glaube, nur Teleport mehr. Ich glaube, doch, Teleport hat es dazu gelernt. Ansonsten Schnabel, Nachtnebel. Ich warte immer noch auf meinen Psi-Strahl oder sowas. Das wäre cool. Darf ich mal ganz kurz hier mal durchgehen? Guck jetzt mal an, Leute. Kenpachi. Umklammerung 10. Giftstachel 15. Und neu dabei, Blutsauger 20. Ist geil, ne? Ich kämpfe gegen mal gegen die Camperin hier oben mit Tarja. Tu das. Also ich habe ja noch Wablu, ihr seht schon ein paar neue Attacken drin. Musha kann ich zum Glück bald umbenennen. Weil wahrscheinlich sollte, nein, lass es so, aber ich kann nicht. Ich sehe gerade, stimmt, Hypnose war hier ja noch eine Trefferquote von 70. Das war ja der Oberfail damals, weil Hypnose einfach viel zu krass dadurch wurde. Ja, wir müssen mal geguckt, ob beim Baum irgendwas ist. Wo wir Honig aber da war im Endeffekt genau. Nichts. Da haben wir Honig dran geschmiert, aber da ist leider nichts passiert. Wahrscheinlich haben wir zu lange gewartet. Geht das auch? Ich glaube, irgendwann ist das Pokémon da wieder weg, was theoretisch da wäre. Achso. Weißt du, kaum geht's los, kommt hier ein Ponita, was meinem Tarja schon zu viel Schaden macht. Ponita auch? Bei mir ist auch Ponita. Beim Trainer? Ja, Ponita Level 14. Nee, die Trainer sind doch alle gleich. Achso, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Ich war gerade bei meinem. Ich habe vor kurzem eine Schwarz-Randomizer gespielt. Und da war noch die Trainer-Randomizer, deswegen war ich gerade verwirrt. Ja, du hast vollkommen recht. Okay, Level 14 vor allem. Ja, das ist krass. Es geht ganz schön schnell nach oben, ne? Mhm. Vielleicht ich doch Level 14 trainieren soll. Das muss Edna wieder klären. Oh, das Ding hat meinen Makuhita verbrannt. Ich dachte gerade schon. Aber jetzt geht's ab. Jetzt wird Genie einfach doppelt hart zuschlagen. Ich sag mal so, ich habe Adrenalin, ne? Ja. Genau für diesen Fall hast du dir das zurecht predicted. Wie auch immer das möglich ist bei einem Randomizer, aber nehmen wir das mal nicht so genau, ne? Und ich mach trotzdem kaum Schaden. Ich mach mit Steinwurf nicht mal die Hälfte. Das ist ein Ponita. Edna, please. Irgendwie ist das Ponita hart drauf, aber Genie dachte sich, okay, ich mach nicht viel Schaden, okay, dann mach ich mit Armschuss eben 5 Treffer plus einen Volltreffer. Ist es down dadurch? Ja. Ich hab jetzt Smog. Smog soll der letzte Hit werden. Bomb-Tackle. 2 Schaden. Ich glaub's ja gar nicht, Leute. Habt ihr das mal gesehen? 2 Schaden? Oh, Smog trifft nicht. Gut gemacht. Nochmal. Oh, ist ein bisschen dunkel geworden. Ja, weil 18 Uhr. 18 Uhr. Ja, heute spielen wir mal später am Abend. Später. Hallo, triffst du bitte mal mit Smog? Was ist denn das in letzter Zeit bei mir? Wenn meine Attacke nicht nur 100% hat, habe ich das Gefühl, ich treffe nie. Warum auch? 3 Mal hintereinander nicht getroffen. Wie viel hat Smog nochmal? 90? Das gucke ich jetzt mal nach. 80, 90 hätte ich jetzt gesagt. Okay, 70. Ja gut. Ich dachte, es hätte mehr, deswegen habe ich es so überhaupt gemacht. Aber wisst ihr was, jetzt bin ich ehrgeizig, jetzt will ich, dass es trifft. Das kann mir eh nicht, das Ponita. Das macht mir ganze 2 Schaden. Ja, ich bin da erstmal fertig. Ich gehe jetzt... Mhm. 4 Mal hintereinander nicht getroffen. Ein Wanderer. So, Edna, please. Danke. 4 Mal hintereinander nicht getroffen, Jan. Also, ja, ne? Jetzt frage ich mich, ist die Chance dafür kleiner oder? Ich hatte neulich mit einer 80% Attacke auch, ich glaube, 3 Mal hintereinander nicht getroffen. Jetzt frage ich mich, welche Chance dafür ist höher? Das ist einfach Pokémon, ne? Manchmal ist einfach Pokémon-Things. Akzeptiere, was passiert, Leute. Akzeptiert, was passiert. Das Spiel wird schon das Richtige für euch tun. So, Osaka gegen den Wanderer, würde ich sagen. Wow, Nia. Du machst ja schon fast Schaden mit Kugelsaat. Ah, der will einen Berg besteigen wahrscheinlich, aber sitzt hier auf so einem kleinen Hügel, so einem kleinen Vorsprung und dann meinte er, wäre der krasseste Bergsteiger. Sollen wir mal zeigen, wie ein richtiger Bergsteiger arbeitet? Holy! Was war das bitte für ein Crit? Hä? Weißt du, gefühlt jeder von den Kugelsaaten hat, ich sag mal, so ein Sechstel Schaden gemacht. Und der Crit hatte mit einem Mal plötzlich das Dreifache an Schaden gemacht, statt das Doppelte. Crit mit gutem Roll. Übrigens, ja. Traumato sieht von hinten, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in der vorangegangenen Folge gesagt habe, aber es sieht echt merkwürdig aus. Keine Ahnung, so
So ungefähr. Mehr kann ich das nicht beschreiben. Diese Lache sagt alles. Ach übrigens, zur Kraftreserve wurde in den Kommentaren gesagt, Kraftreserve kann gar nicht normal sein. Ja, dann ist es nämlich Drache. Genau, ich habe auf jeden Fall eine Kraftreserve Drache. Ja, ich glaube, es gibt in der vierten Gen nicht mal einen Drachenleiter oder Drachentop 4, oder? Nein. Ja, dann ist das schon fast nützlich. Ja. Kann man was mitmachen. Kann man aber auch sein lassen. Mhm. Wenn man bedenkt, dass der hier Level 11 ist mit allen seinen Pokémon, er hat 4 Pokémon und ist trotzdem Level 11, weil ihr kennt das vielleicht, ne? Habe ich schon oft in anderen LPs gesagt, aber wer die nicht geguckt hat, dann nochmal. Also je mehr Pokémon die Trainer haben, desto niedriger ihr Level. Und deswegen bin ich ein bisschen schockiert, dass sie trotzdem Level 11 sind. Ja gut, aber dieses Ponyta eben war ja auch Level 14 bei einem Pokémon, ne? Ja, aber das ist beunruhigend, muss ich doch mal ehrlich sagen. Ein bisschen. Minimals. Oder Kleinstein. Ich konfusiere hier übrigens alles. Da kommt, Alter, macht das Ding Schaden. War der erste Angriff. Wow, das habe ich mir auch gerade gedacht. 12 Damage einfach so mit dem Steinwurf. Also Karateschlag hat er auch gerade schon sehr weh. So, Osaka, Konfusion. Ich möchte mal anmerken, wenn man bedenkt, dass Osaka ist ja die aus Azumanga Daioh. Mhm. Konfusion passt irgendwie hervorragend zu ihr. Ja, verwirrt ist sie auch auf jeden Fall. Wow, das letzte Pokémon ist ein Bidiza. Mach dich bereit, Jan. Mach dich bereit, bis du das schaffe. Fühlst du dich ready? Ich muss jetzt mal das Mahollo noch wegschlagen. Ist dein Körper ready? Ein bisschen. Ich werde angeheult. Heul dich, Mann! So, eine weitere Konfusion sollte das regeln, dann hat Osaka einfach den gesamten Wanderung gestoppt quasi. Kenpachi lernt übrigens bald Nachtnebel auf Level 15. Heurika. Das Problem ist, wir sind dann auf so einem Level, bei dem das gar nicht mehr so stark ist. Aber dann kommt immer ein Schattenstoß. So. Wanderer, wie auch immer er hieß, down. Das Kleinschein von mir hat sich erst einmal poliert. Das freut mich für das Kleinstein. Yo, es versucht gerade so ein bisschen mein Knackleon zu outspeeden. Schafft es das? Also nach der ersten Steinpolitur war er schon schneller, aber warum er jetzt noch die zweite gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich lang gehen soll. Hier sind zwei Orte mit Trainern. Ich gehe erstmal zu, was ist das, ein Pokéfan? Sieht so aus, oder eine Göre? Ich liebe Pokémon, die sich riechen, so wie dieses. Riech doch mal! Hier, meine Finger, riech doch mal! Was ist das? Da musste ich gerade irgendwie dran denken, es tut mir leid. Scary Movie Zitat. Ja. Knospi, Level 14. Sorry, das ist das Erste, was mir in den Kopf geschossen kam. So, weißt du, dieses Kleinstein, ne? Steinpolitur. Lehmsula, ein Igler. Okay, wenn du dich angreifen möchtest. Es will einfach. Ich frage mich, was machst du, dass es noch lebt in der Zeit? Zertrümmerer Biss. Oh, okay. Ich bin gerade ganz überrascht. Kenpachi hat das erste Mal in seinem Leben so viel Schaden gemacht. Blutsauger OP, Leute. Megasauger wird er wegstecken. 2 Schaden, predikte ich. Okay, 3. Was kämpfst du da? Knospi. Ah, gut zu wissen. Dann weißt du, was ich gleich nach vorne schicke. 14. Ich sag's ja. Ich finde, wie findest du übrigens den Smiley auf Kenpachis Rücken? Der sieht echt witzig aus. Ich finde, das sollte eigentlich, der Strich müsste gerader sein, damit es aussieht wie ein Möb. Das wäre unglaublich genial. Möchtest du nochmal unserer netten Zuschauerschaft erklären? Es gibt bestimmt auch Leute, die nicht wissen, was, wenn wir sagen ein Möb, wisst ihr wahrscheinlich nicht, was wir damit meinen. Was meinen wir damit? Das ist nämlich der Smiley mit dem Punkt unterstrich Punkt. Genau, und komplettisiert zur Jan-Schelle, wenn ihr noch eine Klammer auf davor setzt. Ganz genau. Was die Jan-Schelle ist, ja Leute, das müsst ihr recherchieren. Einfach gibt mal. Es genug Quellen, wo man das rausfinden kann. Ich habe tatsächlich noch nie Jan-Schelle gegoogelt, das sollte ich mal tun. Warum macht Giftstachel auf einmal so wenig Schaden? Ich hatte am Anfang scheinbar übelste Monster-Rolls. Ja, das ist genau wie bei Nier vorher, ne? Mit dem Kugelsaat. Und jetzt macht er 3 KP, Crit, 20 KP. Jan? Ja? Knospi hat mich nass gemacht. Iiiiih. Bei Blutsauger. Oh, sehr schön. Gut gemacht, Kenpachi. Hat nur 100 Jahre gedauert. Das ist schon mal 2 Jahre schneller als vorher. Nice. Gibt's früher hat es nur 102 Jahre gedauert. Oh, Level Up. Das tut so gut. Level Up. 14. Eleonora. Schöner Name. Hast du verstanden, was ich meinte? Riechen meine Pokémon nicht gut? Ach, du meinst deine Pokémon? Oh. Scheiße. Jetzt sitze ich aber. Also, literally. Hey, Gegengift. Da liegt ein unsichtbares Gegengift übrigens. Echt? Auf dem kleinen Vorsprung. Muss ich gleich mal suchen.
Vater Level 15. Lernst du jetzt eine Psychoattacke? Nein. Meinem Team geht's eigentlich ziemlich schlecht gerade, aber ich will den Kampf noch machen hier. So, das ist eine lange Weg zwischen Fluch und Ewig, genau. Lass uns kämpfen. Ja. Weißt wo du? Genau? Also da, wo Eleonora steht, die, ja? Das Mädel da oben, diese kleine Treppe hoch und dann in der Mitte links. Ah, da. Kleinstein. Me don't like this. Da darf Noi ran. Pass auf, ich habe einfach 4 Pokémon und eine Steinschwäche im Team. Nami, do your work. Habe ich eine kollektive Schwäche? So. Ich hab 4 Pokémon mit einer Eisschwäche im Team. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aquaknarre, so. Rip zur Eisarena ist ja noch ein Weilchen. Das stimmt. Übrigens eine sehr coole Arena-Leiterin. Und sie heißt Suzuna im Japanischen. Mhm. Ja, ich weiß aber gar nicht mehr, wie sie im Deutschen heißt. Frieda? Frieda war das, genau. Drum. So, für die Erfahrungspunkte bedanke ich mich herzlich, lieber Simon. Bam, wir sind die Kampfwege Pokémon ausgegangen, sagt er danach und flennt erstmal. Es dauert noch 100 Jahre bis zur nächsten Stadt. Ich weiß, ich sag gerne 100 Jahre dauern irgendwelche Dinge, aber in meiner Zeitspanne ist das so, Leute. Da halt vieles dauert eben 100 Jahre. Richtig, da kann man einfach nichts machen. 100 Jahre, das ist ist legitim. So ist das eben. Das muss man akzeptieren. 100er everywhere. So. Also man kann sich ja nicht umsonst auf Level 100 leveln, ne? Also, versteht ihr? Gibt das irgendwie Sinn? Nein? Okay, gut. Mich auch nicht. Boing. So, Noi, heil ich dich kurz? Ja, komm. Ich hab einen Trank. Ich muss sagen, früher war ich immer so, es muss 100 sein. Ich habe mich früher immer tierisch aufgeregt, wenn ich etwas nur bis Level 99 leveln konnte oder so. Mhm. Mittlerweile mache ich es aber so, gerade bei Pokémon, irgendwie finde ich, es sieht schöner aus im Menü, wenn ich zum Beispiel 299 Angriffe habe als 300. Weil das halt so? Pokémon-Zahlen sind irgendwie, keine Ahnung. Deswegen finde ich es immer ganz schnieke. Ich würde doch lieber eher 100, 300 haben statt 299. Alter, Jan gegen den Strom, ist okay. Ja, ich schwimme dagegen, denn du bist dafür. Ich bin dagegen, ja schon. Oh, wow, ich hätte ja einen Schuppet haben können. Aber dann noch lieber das Schalellos habe ich hier gefangen, ich glaube schon. Mhm. Ein Schuppet. Es fällt mir wie Schuppet von den Augen. Ja. Hallo Wanderer. Die Reaktion war gold-like gerade. Gold-like nice. Vor allem. Mit Onix. Muss ich leider wieder mit Osaka kämpfen, weil Onix, sagst du? Dann kämpfen wir vielleicht doch lieber mit Mia. Nami, meine ich. Ich muss da Gefühl, ich muss eigentlich bei jedem von diesen ganzen Wanderern immer Noi nach vorne schicken. Ja, man hat halt schon so ein bisschen seine Möglichkeiten begrenzt, sag ich mal. Ah, und dann kommt er mir mit Kreideschrei an. Kreideschrei, schreit er dir die Ohren weg. Nathan heißt er. Genie, mach du das mal. So. Ja, dir fehlt ein bisschen an Wasserkraft, kann das sein? Ja, meine einzige Wasserkraft habe ich hier rausgeworfen. Ich habe 3 Pokémon. Ich hoffe, du fängst auf der nächsten Route was Cooles, weil ich würde unheimlich gerne Schalellos ins Team nehmen. Mhm. Ich hoffe auch, dass ich was richtig Cooles fange. Bisher ist es ja noch so, ja, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt unbedingt mega Pech hatten, aber von den Attacken, wobei, mittlerweile geht's natürlich, ne, aber... Ja. Also ich würde sagen, mein Schwalbini ist ziemlich cool wegen Flügelschlag. Und Knackeleon ist schon ziemlich cool, weil es einfach so einen harten Angriff hat. Ansonsten, Big Boss lernt, glaube ich, sogar in 1-2 Leveln eine Elektroattack, dann haut er auch ordentlich rein. Oh ja, das wird, glaube ich, das wird so der angenehmste Punkt überhaupt, dann endlich die Elektroattacke. Das Problem ist nämlich, Leute, ich wollte eigentlich Schalellos jetzt gerne schon reinnehmen, aber Jan hat leider nichts, was er dafür verseelenpartnern kann, denn Perlu kann nichts, also lernt nichts und Lombrero auch nicht. Nee. Übrigens, ich bin ein bisschen geschockt gerade, das Macholo von dem nächsten Trainer ist tatsächlich schon Level 15. What? Das kann hoffentlich keine Gesteinsattacke. Lernt es von selbst nicht. Also ich habe aber immer Angst, wenn ich Kampf-Pokémon sehe, dass irgendwie sowas kommen könnte. Ich pack mal Ridley nach vorne. Karateschlag! Blablabla. Aua. Hallo Perlo. Ich gehe voll den Karateschlag ab, einfach ins Gesicht. Ich denke, gegen die zweite Arena sind wir eigentlich ganz gut gewappnet bisher mit unserem Team. Wir haben ein bisschen Psycho, ein bisschen Flug, ein bisschen Feuer. Also ich glaube, Ridley könnte wahrscheinlich die Arena sogar alleine auch aufräumen, aber... Ja, ich hätte gerne das große Rade nicht, ne? Ja, deswegen. Ich hätte gerne eine Sicherheit nochmal dafür. Ich weiß halt auch nicht, was die TM-Arena ist. Gigasauger vielleicht? Strauchler? Strauchler, das würde... Ist, glaube ich, ist ja eine Neuattacke in der vierten Gen.
Mhm. Würde passen. Hier sind ganz schön viele Trainer übrigens. Ah, und da kommt das Macholo. Level 15? 15. Das ich scoute quasi ein bisschen für dich. Das machen wir mal so abwechselnd. Mal ist der eine weiter vorne, mal ist der andere weiter vorne. Sunly Plinfer. Okay. Denn die nächste da, die kleine Camperin. Eine kleine. Irgendwie klingt das. Ich weiß nicht warum, es klingt immer wie eine Beleidigung, wenn man sagt, ey, kleine Camper da vorne. So, da wird ja kein. Alter! Tut der Karateschlag weh. Ja. Aber gut, dass Ridley schneller ist. Gut, dass Dingens. Aua, Schnabel. Ah, macht aber nicht so viel Schaden. Macht aber nicht so viel Schaden. Trotzdem ein bisschen Angst gehabt, kurz. Ach, Mann, ich kann echt fast nur Osaka benutzen hier auf der Route. Ich wechsle immer so ein bisschen durch, aber ich würde gerne mal Dingens hier Big Boss benutzen, weil ich glaube, Big Boss entwickelt sich in einem Level. Musha würde ich gerne mal benutzen. Noch Musha, bald Mushu. Aber kann man sich hier heilen in dem Haus? Heil mich? Blablabla. Heil mich? Ja, ich kann mich hier heilen. Sehr, sehr schön. Das ist eine gute Information. Bist du jetzt, hast du die Plinfer schon platt gemacht? Oder bist du einfach ich bin vorbei? Hier vorbeigegangen, damit ich mich erst heilen kann. Ach so, clever. Ich gehe da gleich nochmal runter, weil da sind auch noch Trainer, habe ich gesehen. Mhm. Falls es Trainer sind, vielleicht sind es auch einfach Leute, die sagen, was, du willst TM Hyperstrahl und Finster Aura und Flammenwurf und Donner? Hier, nimm. Wobei ich zwei von den Attacken gar nicht haben wollen würde, nämlich Donner und Hyperstrahl. Aber ich glaube, die sowas wie Flammenwurf Eisstrahl können wir später in der Spielhalle gewinnen. Das ist schon mal. Das heißt, ihr wisst, wo wir demnächst sehr viel Offscreen-Zeit verplempern werden, Leute. Mhm. Dem, wie gemeint. Sind eigentlich, kann man hier auch Pokémon in der Spielhalle gewinnen? Ja, ich glaube schon, dass man da wieder eins kaufen kann. Sind die auch random? Das weiß ich nicht. Wär nicht witzig. Ich gebe so 100.000 Münzen dafür aus und so irgendwas ganz Blödes nur oder so. Und dann so, hier hast du dein Karpador für 20.000 Münzen. Naja, James hätte das genauso gemacht. Also das gekauft. Ja. Damals. So, hier sind noch Beeren und noch eine TM. TM sag ich schon. Ein Item, welches ich jetzt einsammeln werde. So, was haben wir denn hier unten? So, und ich will jetzt verdammt nochmal mit Mushu kämpfen. Musha? Musha, hätte ich zwar eben auch. Oh Gott, dieser Name, Leute. Hätte ich zwar auch einsetzen können, gerade eben gegen das Plinfer, aber dann auch lieber etwas, was ein bisschen mehr aushält. Was haben wir da? Einen Pokéball. Ja, nimmt man. Ich bin ein bisschen verwundert übrigens. Du sagst, bei dir ist Abend gerade, also dunkel. So leicht, so ein bisschen orangener Ton. Ah, okay, gut, weil ich dachte, es wäre ganz dunkel bei dir. Bei mir ist auch halt noch der Orangeton. Ach, guck mal, die Camperin will kämpfen. Hier unten setzt ein Shinox ein. Shinox Battle! Shinox, aber freu dich schon mal, es ist weiblich. Aber gut, auf Level 12 hat es keinen Elektro-Attack, da kann ich mir sicher sein, oder? Ja. Es hat alle. Woher hat es schon Biss? Wobei er hatte keinen Bedroher, das heißt, er hat Rivalität. Also RIP Shinox. Ja. Mach ich Schaden? Oh Gott, ich hab jetzt übrigens auch eine Multi-Hit. Leute, guckt euch das mal an, was ist das denn? Moment, wieso kann das Ding Funkensprung? Was? Das setzt gerade auch ein. Ey. Was? Please. Cheater! Warum? Ich kann keinen Funkensprung. Wieso kannst du das? Halt! Critical Hit. Holy shit, ich lebe ganz knapp. Mit wem warst du vorne? Mushu. Wie viel KP hast du noch? Okay, Leute, 7. Jo. 37. Leute, das heißt, schön, wieder so ein Ding der vierten Gen. Wir können uns jetzt scheinbar nicht mehr darauf verlassen, weil es ist, ich weiß nicht, ob das scheint früher anders gewesen zu sein, weil man kann sich eigentlich immer darauf verlassen, die Trainer haben halt immer die letzten vier Attacken, die ihr Pokémon lernt. Scheint hier nicht so zu sein. Nee. Was? Wieso? Das ist gut zu wissen, aber das ist jetzt ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Weil ich will jetzt ehrlich gesagt kein Weibchen reinsetzen. Wie oft habe ich schon ehrlich gesagt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe übrigens erst mein erstes Heil-Item verwendet. Ach, Pachirisu, please. Leute, okay, es ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Ich muss jetzt Kenpachi reinschicken. Dumm. Okay, Kenpachi, schaffst du. Ich glaube an dich. Alter, dieses Gepiepe, hör bitte auf, danke. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt noch nach einem Charme? So. Sollte ich mir eigentlich nicht viel Schaden machen, dank Rivalität? Willst du mich... Alter, ja. Noch ein Crit? Alter! Ich dachte schon, warum ist das so viel Damage? Okay, ich benutze mal mein erstes Heil-Item. Holy shit, Leute! Was geht denn da ab, bitte? Diese Camperin legt gerade voll los, ne? So, Trank und wird eingesetzt. Und cheatet nebenbei. Und cheatet, richtig. Shinox mit Funkensprung für Level 12. Das wird nochmal herausfordernd. Das heißt, ich muss in Zukunft ist es begründet, wenn ich Sorgen habe, ob irgendwelche Kampf-Pokémon Gesteins attacken können. Mhm.
So Kenpachi, Regel, bitte. Vielleicht hat das Ding irgendwie eine Scope-Linse oder sowas. Okay, es hat jetzt keinen Bock mehr. Es hat mich jetzt genug gedemütigt, jetzt setzt nur noch Tackle ein. Und ich mach keinen Schaden. Kenpachi regelt das. Also quasi das alte Leid, man kennt's, ne? Oh, ich bin schneller auf einmal. Ah ja, Flinklau habe ich ja gegeben, stimmt. Das wird ja hier nicht angezeigt, wenn es triggert, glaube ich. Oder? Früher? Hier war das so, ne? Ich glaube, es ist Rumwackeln bei einer dritten Gen, ne? Wenn ein Item getriggert wird. Nee, weiß doch. Nee, da war ich halt damals ein Speed-Teil, weil jetzt hat's gerade rumgewackelt. Okay. Ah, okay. So, weg mit dem Shinox. Holy moly. Das Pachiris danach ist auch nicht schöner. Aber es kann auch Funkensprung nebenbei. Du kämpfst gegen den gleichen schon. Hast du mich so schnell aufgeholt oder hast du noch nicht gegen das Plimpfer gekämpft? Ich habe schon gegen das Plimpfer gekämpft. Krass, dann bist du... Aber Plimpfer war ein... Two-Hit? Three-Hit von Big Boss. Okay. Weil es einfach weggeknabbert hat. Herz Pinguin zum Frühstück. Das finde ich gerade echt blöd, wenn ich das mal... Oh, nö. Mach doch nicht Scharren, dann mache ich noch weniger Schaden. Zum Glück habe ich hier und da noch einen speziellen Angriff mit mir. Weil ich glaube, fast alle meine Pokémon benutzen physische Attacken. Mhm. Ich glaube, Kraftreserve ist einer der wenigen, die speziell sind. Macht auch nicht viel Schaden, aber hey. Ja, aber da Egelsamen tut den Rest. Da kann ich jetzt auch mal rauswechseln auf... Edna. Das Schlimme ist, Pachirisu hat relativ... Also für die ganzen Elektronager, also auf jeden Fall hält es am meisten aus. Ich glaube, es hat deswegen 95 Base Spezialverteidigung. Kann das sein? Ich glaube schon. Hey! Big Boss entwickelt sich! Geil! Ja! Schaut auf den Rand, Leute! Da entwickelt sich was! Und... Bam! Bom. Big Boss ist nun ein Luxio. Nice one. Yeah! Okay, der charmt mir hier zu viel. Ich benutze doch einfach Glut. Pachirisu, please. Ist hier unten noch was? Nee. Wir können uns ja vor das Heilhaus da oben stellen. Oh, das macht ziemlich guten Schaden. Das ist okay. Ich laufe gerade zum Heilhaus nochmal hoch. Hier und sonst auf der Route nichts. Oh, das Problem ist, irgendwie Edna ist super gefährdet. Ich meine, es ist natürlich cool, so früh so ein Pokémon zu haben. Mhm. Aber die Schwächen sind real, ne? Ja, diese Wasser- und Bodenschwäche, ne? Wasser und Boden vor allem mag Edna nicht so gern. Aber das Pachirisu mal kein Feuer! Brenne! Oh ja, die Werte sind ziemlich gut jetzt, nach der Entwicklung. Mein Starter braucht noch ein bisschen. Ja, ich glaube, meine entwickelt sich schon ein zweites Mal, bevor sich deine überhaupt einmal entwickelt, oder? Ja, 32. Und meine ist, glaube ich, schon auf 30. Ja gut, aber dafür auf 37 hast du dann direkt schon deinen nächsten, ne? Shinox ist generell echt ein cooles Starter-Pokémon, auch so vom Level her irgendwie. Das müsstest du nur früher eine Elektroattacke lernen. Ja, aber jetzt, wo es sich entwickelt, dauert es ja noch länger, bis es eine lernt. Stimmt. Oh, muss dann noch mal gucken, auf welchem Level, damit ich mich wenigstens drauf einstellen kann. So, ich stehe jetzt vor dem Heilhäuschen und freue mich, dass ich diesen Kampf überlebt habe. Denn Crits. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.